So, Übung für Körperberechnung und zwar in einer ideal betrachtet gesehen, also ideal betrachtet in einer zylindrischen Taucherluftflasche, welche 40 cm lang und 10 cm dick ist. In dieser Aufgabe ist ein Komma. Das Komma hat Gott erschaffen, damit wir die Luft anhalten und mal drüber nachdenken, was da passiert. Das heißt, wir machen mal ideal gesehen ein Zylinderchen, bemaßen das Biest mit 40 cm Länge. Und was steht da? Jetzt müssen wir wieder genau lesen. Lang und dick ist, naja, wenn sie zylindrisch ist und sie ist dick, dann wird das wohl der Durchmesser sein. Anders geht's nicht, ne? 10 cm. Befindet sich 80-fach komprimierte Luft. Aha. V 0 ist gleich, weiß ich noch nicht. Und V 80 weiß ich auch noch nicht. V 80 heißt, das ist meine Idee, das so ranzuschreiben. Das wird dann 80-fach komprimiert sein. Ich kann es ja noch mit dazu schreiben. 80-fach komprimiert. So. Wie viel Liter Luft sind also in die Flasche gepresst worden? Gesucht ist V 80. Und das in Litern, schreibt man in eckigen Klammern. So. Dann geht's los. Die übliche Geschichte. Wir sagen, wenn das gegeben war, die Skizze soweit klar ist, ideal zylindrisch, machen wir kein großes Ding draus. Sagen wir, okay. Dann müssen wir zuerst mal das Volumen der Taucherflasche ausrechnen, V0. Und das ist ganz einfach Pi mal R Quadrat mal K wie Körperlänge, sage ich gerne. H steht im Tafelwerk. Und der Rest ist dann ganz einfach. Ich mache dazu eine Pause. Also, wenn man das hier macht, hat man bei der Genauigkeit von Pi 3,14, die genügt wirklich vollkommen, kann ich sagen, das sind 3140 Kubikzentimeter. Vorsicht, ich werde dann später mit Liter arbeiten müssen. Jetzt muss ich gucken. Ausgehend von der Tatsache, dass ein Kubikzentimeter, oder sagen wir es mal, Liter ist ja ein Kubikdezimeter, dann hätte ich hier einen Dezimeter. Ich kann es nicht oft wiederholen. Oft genug. Und wieder ein Dezimeter und wieder ein Dezimeter. Das ist also ein Kubikdezimeter. Demzufolge muss ich sagen, naja, wie viel ist dann Kubikzentimeter? Ganz einfach. Das sind ja 10 Zentimeter mal 10 Zentimeter mal 10 Zentimeter. Und jetzt kann ich mir dadurch immer erschließen, dass ich mit Tausenderstellen arbeiten muss. Das heißt, drei Stellen weg, dann habe ich 3,14 Liter als Volumen für die Pulle. So, V0 sind dann also 3,14 Liter. Jetzt sage ich, ach, V80. V80 ist demzufolge das 80-fache von 3,14 Litern. Das klappte eigentlich ganz gut. Ist demzufolge, was hatten wir? 251,2 Liter. 251,2 Liter. Das ist das Ergebnis, dann Antwortsatz wie immer. Und in dem Antwortsatz gucken wir nämlich nochmal. Da steht, wie viel Liter Luft sind also in die Flasche gepresst worden. Aha, spätestens da muss ich hier dran denken, dass ich mit Litern arbeite. Jetzt kommt die nächste. Da habe ich extra mal sehr viel Text hintereinander weggeballert, ohne Absatz, ohne, sodass es ein bisschen schwerer aussieht. Nach einer Regenflut berichtet der Wetterdienst, dass 80 Liter pro Quadratmeter, 80 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen waren. Naja, gut, was machen wir? Wir sagen, okay, ein Quadratmeter, ein Meter mal ein Meter und darauf sind 80 Liter Regen. So, das genügt als gegeben. Damit hat man eigentlich schon mal vieles erreicht. Ein Gärtner überlegt, um wie viel der Wasserstand seiner Regentonne bei solcher Regenmenge wohl gestiegen sein müsste. Regentonne sieht doch so aus. Schwupp, jetzt habe ich die Regentonne. Die zylindrische Wassertonne, ach so, ja, habe ich gleich richtig gemalt, steht nicht frei im Garten, oho, sondern ist an die Komplettentwässerung eines Schuppendaches angeschlossen und hat einen Durchmesser von 0,85 Metern. Sehr schön, 0,85 Meter ist der Durchmesser, 8,5 Meter. Ich hätte es auch hier reinquetschen können, aber warum? Platz haben wir. Jetzt kommen wir zum Schuppen. Der Schuppen hat eine quadratische Grundfläche von 2 Meter Seitenlänge. Quadratisch, praktisch, wunderbar. 2 Meter, 2 Meter. 2 Meter Seitenlänge hat ein Dach, hat keinen Dachüberstand. Ach so, das heißt, der geht hier glatt hoch.
Gut. Mal sehen, was damit passiert. Keinen Dachüberstand. Ist zwar nicht schön, aber nehmen wir so. Und ist 2,3 Meter hoch. Naja, dann ist er eben 2,3 Meter hoch. So, errechne die Zunahme des Wasserstandes in der Regentonne. Moment mal. Wenn diese Fläche hier, die 2 Meter mal 2 Meter voll regnen, dann haben sie höchstwahrscheinlich irgendwie in der Mitte oder sowas einen Abfluss gemacht und da kommt das Wasser raus. Wenn 2 Meter mal 2 Meter davon abgeleitet werden, dann heißt das, warte mal, das sind ja dann 4 Quadratmeter. 4 Quadratmeter, 4 Quadratmeter, hier habe ich bei einem Quadratmeter 80 Liter, das ist viermal so viel. Hier haben manche gedacht, naja, dann genügt das ja, dann ist das doppelt so viel. Ne? 2 Meter ist doppelt so lang. 2 Meter mal 2 Meter ergibt schon 4 Quadratmeter. Wenn ich 3 Meter nehme, ist es nicht 3 mal so lang, sondern 3 mal 3 ist 9. Also, aha, 4 Quadratmeter. Demzufolge, daraus folgt, das ist das Zeichen dafür, das müssen nicht 80 Liter, sondern in diesem Fall das Vierfache sein, also 320 Liter Regen. Na, und dieser Regen soll in die Regentonne. Hier kommen 320 Liter rein. 320 Liter. Jetzt habe ich den ganzen Kram schon fertig. Ach so, was wollen die dann wissen? Errechne die Zunahme des Wasserstandes in der Regentonne. Ja, genau. Aha. Also wollen die hier die Zunahme. Eine Zunahme schreiben wir Delta H. Dann wissen wir die Änderung. Zunahme heißt, das kann ja schon Wasser drin gewesen sein. Ich kann aber auch annehmen, dass die leer war. Das ist vollkommen egal. Es geht um die Zunahme. Ja. Dann ist es eigentlich weiter nicht mehr schwer. Gesucht ist also Delta H. Delta H, ja in Litern nicht, nee. Delta H ist eine Länge. Aha, wahrscheinlich, wenn alles in Metern ist, nehme ich auch Meter. So, der Rest ist jetzt wieder relativ leicht, weil, was muss ich machen? Ich sage, es geht ja gar nicht mehr um diesen ganzen Kram hier, um das Häuschen oder ob das Dach überstand oder so weiter hat. Ich weiß schon, hier müssen 320 Liter rein. Mal sehen, was mit der ollen Tonne passiert. Und, pardon, ich gehe dann so weiter, ich sage, na, dann muss ich das Volumen irgendwie ansetzen. Also, VR wie Regentonne, das R kann ich mir natürlich schenken, oder V-Tonne, ist gleich wieder Pi mal R Quadrat mal H. Naja, R und Pi, das habe ich, also H will ich haben, dann stelle ich um. Ich teile durch Pi und ich teile durch R Quadrat. V durch Pi R Quadrat, Pi mal R Quadrat ist die Grundfläche, ist gleich H. Der Rest ist jetzt einzusetzen und da mache ich jetzt kein großes Ding mehr drum. Es kamen raus 5, 0,564 Meter ist H. Also mehr als einen halben Meter steigt die Geschichte an und dann habe ich die Sache erledigt. Peng. So, stopp erstmal an der Stelle. Okay. So, dritte Aufgabe sage ich jetzt dazu. Und zwar, die heißt eigentlich original, ein Zauberer kann eine Schaumgummikugel in seiner Hand verschwinden lassen, indem er die Kugel zu einem Zwölftel ihres Volumens zusammenpresst. Achtung, Volumen. Das geht hier ums Volumen. Vor dem Zusammenpressen hatte die Kugel einen Durchmesser von 6 cm. Wie groß ist der Durchmesser im komprimierten Zustand? Das heißt, wir müssen hier aufpassen. Von hier nach hier, ich mache das mal rot, geht es um ein Zwölftel des Volumens. Also, er hat sie so dolle zusammengepresst, dass ich von einem Ausgangsvolumen, das ich noch nicht weiß, nur noch ein Zwölftel des Volumens habe. Gesucht ist aber wieder der Durchmesser später. Na denn, fange ich erstmal mit dem Originalvolumen an, ohne zusammenzupressen. Das ist relativ leicht zu errechnen. Tippeltappeltur, 113,4 Kubikzentimeter ungefähr. Und ein Zwölftel des Volumens ergibt sich, indem ich das durch 12 teile, komme ich auf 9,45 Kubikzentimeter. Bis dahin geht das. Jetzt haben wir die 9,45 Kubikzentimeter und setzen die praktisch in die ähnliche Formel, ähnlich, weil es das heißt nicht V0, sondern V12. Das habe ich mir hier mal gespart. Ein. Man kann auch eine Formel aufstellen, die man gleich einsetzt. Teilen dann durch 4 und Pi und nehmen die Sache mal 3, damit R Zwölftel übrig bleibt. Der Rest ist eintippen und ich komme dann auf R Zwölftel von 1, ich darf nicht vergessen, hier, Achtung, ich muss hier die dritte Wurzel ziehen, ne?
Wichtig. Komm auf 1,311 Zentimeter hinterher. Hier steht nämlich noch Kubikzentimeter. Spätestens da muss es mir auffallen. Nehmen das mal 2 und habe 2,624 Zentimeter. Das ist letzten Endes der echte Durchmesser der Kugel. Wenn ich annehme, dass der Zauberer die zu einer kleinen Kugel zusammenpressen kann. Antwortsatz und ich hab's. Beim Antwortsatz nochmal gucken, da steht, wie groß ist der Durchmesser. Hey! So, andere Sache. Dann haben wir hier wieder mal diese Regentonne. In diesem Fall hat aber der Gärtner, und da steht in der Aufgabe, einen großen Trichter auf die Regentonne gemacht. Wie groß das Dach ist oder sonst was, ist komplett egal. Dieser Trichter hat einen Durchmesser von 2 Metern. Wenn ich mir überlege, dass auf einen Quadratmeter 60 Liter gefallen sind, heute in diesem Fall, ist nämlich ein anderer Tag, anderes Wetter, ich wieder meine Regentonne füllen möchte. Es geht also um Delta H. Ich kürze jetzt die Aufgabe in diesem Fall ab. Da muss ich mir überlegen, wie groß ist denn die Auffangfläche des Trichters? Das ist erstmal das Wichtigste. Wenn ich die habe, dann kann ich sagen, okay, Tippeltabeltur, das waren zufälligerweise 3,14 Quadratmeter. Dann kann ich sagen, naja, wenn auf einen Quadratmeter 60 Liter fallen, dann fallen auf, also V-Regen habe ich dazu gesagt, fallen auf 3,14 Quadratmeter, entsprechend dieser Gleichung, 188,4 Liter. Jetzt geht es hier weiter. Hier an der Stelle, Tippeltappel. V-Regen, was hier in der Tonne gesammelt wird, dieses Regenwasser hier, das ergibt sich wieder aus Pi mal R Quadrat mal Delta H. Delta H will ich ja wissen. Umgestellt, Handwerkszeug, eingesetzt, Handwerkszeug. 4,9 Dezimeter ist der Unterschied in der Tonne. Egal, was vorher drin war. Es geht um Delta H. Antwortsatz und dann haben wir es. Gibt es Fragen? Wir werden uns mal mit einer Aufgabe beschäftigen und das lässt sich aus der Logik herleiten. Da müssen wir keine Strömungslehre dafür haben. Stellt euch mal Folgendes vor. Ich habe hier einen gewissen Querschnitt eines Rohres. Sagen wir hier A0 dazu und ich habe hier einen kleineren Querschnitt A1. So, und ich lasse jetzt hier etwas durchfließen. Dann kann ich mir doch durchaus vorstellen, dass, wenn hier eine bestimmte Menge durchfließt, also ein Volumen pro Zeiteinheit 0, die Zeit, die bleibt aber immer die gleiche, dass dann das Ganze hier sich irgendwie durchzwängen muss und dann hier ein Problem hat. Und zwar, hier ergibt es V1 pro T. Logisch? Ja. Das hat keinen Platz, das muss aber durch. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder ich lasse Luft durch, dann könnte die komprimiert werden. Ich will sie aber nicht komprimieren, sondern ich lasse Wasser durchfließen. Wenn ich Wasser durchfließen lasse, oder Öl, das ist nicht komprimierbar. Demzufolge wird hier der Volumenstrom auf jeden Fall anders werden. Gleich oder mehr? Jetzt kommt die Riesenfrage. Wird mehr Volumen oder was wird passieren? Also, wir müssen dran denken, dass das Volumen stets das gleiche bleibt. Ich habe ja gesagt, die Flüssigkeit ist nicht komprimierbar. Wenn das aber immer das gleiche bleibt, irgendwas wird passieren. Wenn ich hier, jetzt muss ich leider wieder den Buchstaben V nehmen, ich mache aber mal gleich grün, und zwar klein v, 0. Und hier klein v, das sieht aus wie ein Theta, ne? 1. Was wird hier sein? Wenn ich hier eine Geschwindigkeit habe, eine Durchflussgeschwindigkeit von Tralala und hier von Hopsasa, was wird mit V1 passieren? So, wir haben uns jetzt überlegt, dass die Geschwindigkeiten also irgendwie hier hinten steigen müssen, weil sich hier mehr durchquetschen muss. Und wenn ich jetzt eine Verhältnisgleichung, vorsichtig, es geht nicht um den Durchmesser, sondern wir müssen den Querschnitt nehmen, was da wirklich durchpasst. Denn es gibt ja auch solche Rohre, die sind dann total dünn, haben zwar den gleichen Durchmesser wie das, aber wenn sie nicht kreisförmig sind, passt hier weniger durch. Also das wäre dann Mist. Jetzt haben wir mal probiert, hierfür eine Verhältnisgleichung aufzustellen. Und wir haben gesagt, großer Querschnitt verhält sich zu kleiner Geschwindigkeit wie kleiner Querschnitt zu großer Geschwindigkeit. Ob das funktioniert, probieren wir das einfach mal mit Zahlen. Ich setze mal dieses Ding hier. Großes Fragezeichen. Probe. Ich sage, oben sind es 100 Quadratzentimeter und unten sind es, ich sag mal einfach, 5 Meter pro Sekunde. Und das soll sein wie, und jetzt nehmen wir mal die Hälfte des Querschnittes, damit fällt es besser auf. Das sind 50 Quadratzentimeter Querschnitt zu
Und jetzt müssten aber eigentlich... Und das wird nicht stimmen, denn es muss schneller werden. 10 Meter pro Sekunde. Das heißt, was muss ich machen? So geht's nicht. Ich muss... Nee, Moment. Ich muss tauschen. Also, nee, stürzen heißt auf beiden Seiten. Nein. Ich muss diese Verhältnisgleichung taugt so nichts, ich gehe gleich drauf ein. Sondern ich muss die anders aufstellen, und zwar so. Das heißt, A0 verhält sich zu V0, genauso wie V1 zu A1. Und das würde jetzt funktionieren. Wenn ich dieses Beispiel nämlich umdrehe und sage, hier oben steht 10 Meter pro Sekunde als Geschwindigkeit, die doppelte Geschwindigkeit, und hier unten steht 50 Quadratzentimeter. Gucken wir mal, 10 durch 50 ist ein Fünftel. Nee, stimmt's wieder nicht. Irgendwas ist passiert. Und da müssen wir dran arbeiten. Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Jetzt gibt's aber eine grundsätzliche Frage. Naja, klar, und schlaue Leute haben sich jetzt gesagt, also das ist alles Mist hier, ne? Das hier, das können wir vergessen. Das geht so nicht. Schon gar nicht, man merkt schon an den Zahlen. Aber auf Seite 78 im Tafelwerk, das kann auch mal auf anderen Seiten sein, da ist dieses Strömungsproblem nochmal dargestellt. Und jetzt wird es funktionieren. Jetzt machen wir das nochmal mit Zahlen, belegen wir das nochmal. A0 hat man gesagt, ist 100 Quadratzentimeter und A1 waren nur 50 Quadratzentimeter und V1 hatten wir gesagt, das sollten 10 Meter pro Sekunde sein und hier bloß 5 Meter pro Sekunde. Und jetzt sieht man, wenn man die Einheiten hier kürzt, steht 10 Fünftel ist 2, Einheiten gekürzt steht 150stel ist auch 2. Das ist richtig, das ist die richtige Formel. Also, das wäre noch eine Aufgabe, die ist eine Trane. Jo? Zwei Schüler haben sich eine Aufgabe überlegt, und zwar es geht um eine Fläche. Ich stelle mich auf einen Sandplatz und mache hier eine Strecke von 4 Metern, die stecke ich ab. Dann nehme ich eine Strippe, einer hält die Strippe hier fest und der andere nimmt genau die 4 Meter Länge und geht und macht mit so einem Stock hier im Sand eine Spur. Dann stellt er sich der andere hier hin. Der nächste geht wieder mit seinem Stock los und macht hier wieder genau eine Spur. Das heißt also, er hält die Schnur straff. So, und jetzt ist die große Frage, finde ich, ist eine lustige Aufgabe. Wie groß ist die Fläche, die entsteht? Später können wir ja noch was Spannenderes drauf machen. Finde ich gut. Ist eine schöne Aufgabe. Ich rate jetzt zu Stopp. Haltet das Video an. Und wir rechnen das ganze Ding mal aus. So viel Zeit haben wir. Wir rechnen das ganze Ding mal aus und die Auflösung kommt gleich. Wir werden das Ding gleich auflösen. Achtung. probiert es mit dem Zirkel aus, dann wisst ihr mehr. Jetzt schließen wir das Video erstmal ab. Ich wünsche dann schon mal schöne Pause, aber die 2 Minuten werden wir noch dran üben. Also, Ende bis hier. Tschüss.